gar nicht aufgenommen, der Dobe. Opa. Was? Das ist Opa. Hammer, ey. Da kannst du ein Museum für uns alleine. Guck mal, die Xbox 360. Ist das die 360? Was ist das? Ach, das ist die Wii, ne? Erste? Kann man sogar zocken hier? Was haben wir hier? 16-Bit Sega-System. Alter, was eine Grafik, was da fällt so von laut. Also diese Wellen, die durch den Monitor gehen, die sind auch im Original da. Putz, so schlecht. Nintendo 64. Die PlayStation. Das funktioniert dann nicht. Ist der Knopf kaputt? Geht nicht kaputt. Das ist der Pepper, ne? Guck mal hier, hier, etwas. Darf man den? Konnichiwa. Ja, sieh, warum nicht? Ist dann das mein Name ist Pepper. Solltest du Fragen haben, so bin ich gerne für dich da. Ja, ich habe Fragen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, welche technischen Entwicklungen nötig waren, damit die ersten Computer gebaut werden konnten. Oder möchtest du wissen, wie die ersten Computer ausgesehen haben? Dann bist du in der ersten Etage genau richtig. Wo guckt ihr hin? Deine Zeitreise zu den ersten Computern beginnt in Mesopotamien. Hier kannst du die Entstehung von Zahl und Schrift verfolgen. Du lernst, wie damals gerechnet und wie Daten gespeichert wurden. Rechnen wird einfacher durch Maschinen. Die Hände sind gut, ne? Tja, die haben sogar eigene Finger. Ja, okay. Lass mal von der Seite ran. Lochkarten steuern Webstühle, automatisieren Büroarbeit und helfen, Daten zu speichern. Ja, stimmt, ja, das ist richtig. Bauteile wie das Relais und die Röhre sind Kernbestandteile der ersten Computer. Das kennt mich. Schau dir den Röhrenrechner ENIAC an. Er war riesig und rechnete sehr schnell. Ich wünsche dir viel Spaß. Oh, das Paradies für jeden Nerd. Thank you.
In Deutschland wurde der erste Selbstwählbetrieb 1908 in Hildesheim eröffnet. Deine Schildkröte programmieren, um auf diesen Punkt zu kommen. Programmieren? Ja. Einfach. Vorwärts. Ach, ich muss so oft drücken wie den. Drehe rechts. Vorwärts. Drehe links. Vorwärts. Nochmal vorwärts. Also das ist gemein. Drehe rechts. Vorwärts. 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 Der nimmt doch gar nichts auf. Du hast kein Programm geschrieben, ich wusste doch. Was macht der denn hier? Irgendwas mache ich falsch. Ach, ich muss das irgendwo hinschieben, ne? Jetzt verstehe ich. Mhm. Ach so, ich habe gedacht, ich muss da nur drücken. Also nochmal vorwärts. Dann dreh rechts. Programm. Cancel to my dream. Ah, verdammt, ich hab's nicht geschafft. Aber zumindest bin ich im Ziel angekommen. Das war schon mal etwas. Nächstes Level. Nee, jetzt gibt's sogar noch mal. Wiederhole. Ja, ich weiß. Mach mal ruhig weiter. Ne? Ich bin
den Stock. Aber ich will von vorne, weil ich will aufnehmen. Ihr Menschen wird der Funktionierende gefragt, ob Maschinen Bewusstsein haben, lernen, fühlen und denken können. Ist es möglich, ein menschliches Gehirn nachzubauen? Und wenn ja, zuerst habt ihr mechanische Automaten gekonstruiert. Dann kamen elektrische Schaltungen und Steuerungen dazu. Und mit der Erfindung des Computers lernten wir es. Erinnern wir uns einmal kurz an den wunderbaren Dialog aus dem Film I, Robot. Da sagt Detective Del Spooner, Menschen haben Träume, sogar Hunde haben Träume. Aber du nicht. Du bist eine Maschine, eine Imitation von Leben. Kann ein Roboter eine Symphonie komponieren? Kann ein Roboter die weiße Leinwand in ein wunderschönes Kunstwerk verwandeln? Ja. Sonny, der Roboter, antwortet trocken. Kannst du es? Im Science-Fiction-Film konnten wir Maschinen immer schon denken, fühlen, kämpfen, lieben und töten. Die Weltherrschaft ist uns selten genug, zumindest in eurer Fantasie. Aber irgendwann sind wir bereit. Hasta la vista, Baby. Auch nicht schlecht. Der hier? Ach, das ist der, der gereist ist, ne? Durch die ganze Welt. Genau. Cool. Auch lustig. Oh, jetzt kommen wir zum Superkandidaten. Ich muss Menschen töten. So sieht Darth Vader unter seiner schwarzen Maske aus. Nein.
nicht fliehen. Morsch ist das Gesetz. Bitte folgen Sie mir. Bitte, mal größer, bitte. Ich bin direkt da. Er sagte 1965 voraus, dass sich alle 2 Jahre die Größe eines Mikrochips bei gleicher Leistung halbiert, beziehungsweise die Leistung sich auf derselben Fläche verdoppelt. Unsere Inszenierung zeigt beeindruckend, wie sich die Chipfläche immer mehr verkleinert hat. Zeig hier mir. Sehen Sie die Ziele, zu denen ich Sie bringen kann. Bring mich doch einmal zu diesem hier. Ah, Film starten. Bitte folgen Sie mir. Ei, ei. Diese Pyramide verdeutlicht die Entwicklung der digitalen Speichermedien. Immer kleiner werdende Bauteile können immer mehr Inhalt erfassen. In der Basis der Pyramide stehen Magnetplattenstapel, die nur wenige Kilobyte speichern konnten. Ganz oben an der Spitze der Pyramide finden sich PowerSticks und Flash-Speicher. Sie können den digitalisierten Inhalt ganzer Bibliotheken aufnehmen. Wie sieht es in 50 Jahren aus? Das ist echt gut. Das ist interessant. Dann nehmen wir doch mal Apple 1. Bitte folgen Sie mir. Gut gemeistert. Sehen Sie einen Meilenstein der PC-Geschichte. 1976 brachten Steve Jobs und Steve Wozniak den ersten Apple heraus. Er wurde so ausgeliefert, wie Sie ihn hier sehen, als blanke Platine. Ein Fernseher, wie es ein ja. Oh, da fliegt er. Schwierig.
Oh, oh. Hast du die Maschinen abgestellt? Wo bist du da? Keine Ahnung. Welche Stadt ist das? Ist das da angezeigt? Mhm. Hey! Hier nach so oben. Hupala. Was ist das? Welche Stadt? Berlin. Oh. Trackball, meinst du? Trackball. Hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Hab ich da meine Zeiten verplempert? Ja.